Episode auf Mikes Hobbyzimmer. Ich schlage den nächsten Laptop vor, auch den kennt ihr. Wir sind jetzt mittlerweile ins letzte Jahrtausend gereist, ins Jahr 1999. Das ist das Combac Armada 1500C Laptop, was ich euch, das müsste letztes Jahr im Februar sein, schon mal vorgestellt habe. Da habe ich den kleinen bekommen. Auch hier prangert drauf, Intel Celeron, Intel Inside, designed for Windows NT und Windows 98. Geliefert wurde der Kleine mit einem Windows 98 Second Edition, welches noch im Originalzustand ist, wie wir damals festgestellt haben. Und seitdem habe ich an dem Kleinen auch nichts mehr gemacht, außer die Videos, wo ihr es mal gesehen habt. Ansonsten lag das Kleine jetzt friedlich und ja, friedlich in der Ecke. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze noch mal ein klein wenig schnell an. Was haben wir denn hier im Angebot? Vorne nichts. An der Seite haben wir den Akku, den wir hier rausholen können. Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, leise, lauter. Dann haben wir hier ein CD-ROM. Laufwerk, ich tue mal das Ding wieder rein. Kensington Schloss. So sieht der Kleine von hinten aus. Das ist serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle für den Drucker. VGA-Ausgang. Ich vermute mal, das hier ist für eine Docking Station, die damals separat für die Armada-Serie erhältlich ist, gewesen ist. USB, vermute ich mal 1.1 oder 1.0. Und sehr selten, was damals Standard war, ein PS2-Anschluss, sowohl, wie es das Logo hier verrät, für Maus als auch Tastatur. Da konnte man sich dann ein Y-Kabel noch besorgen. Dann konnte man sowohl PS2-Tastatur als auch PS2-Maus anschließen. Dann haben wir hier einen Anschluss für Strom. Allerdings Compact-spezifisch zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir hier zwei Einschübe für PCMCIA oder wie es dann später hieß. Doch PCMCIA, zweimal Typ 1 oder einmal Typ 2 zum Einliefern. Später sind die Dinger dann auch PC-Card umgetauft worden. Das sind hier die Schutzvorrichtungen. So. Und ungewohnt, was man heute nicht mehr sieht, ein Diskettenlaufwerk. Das konnte man damals auch rausnehmen, den man den Schalter hier umgelegt hat, zack. Und dann konnte man hier auf der Seite, man sieht es vielleicht innen drin, wenn man das nicht gebraucht hat, konnte man noch einen zweiten Akku einlegen, zack, hier einbauen. Und dann lief das kleine Gerät hier mit zwei Akkus. Und so konnte man dann die Mobilität des Laptops weiter erhöhen. Aber man hat dadurch den Austausch per Diskette verhindert. Aber egal, wenn man eh unterwegs ist, nichts einlesen musste, war das egal. Da konnte man zur Not noch was über das CD-ROM einlesen. Ja, also wie gesagt, Verdopplung der Akkukapazität. Jo, das war das, was ich zu den Kleinen noch loswerden wollte, eben schnell noch. Mal gucken, auch das hier kennen wir schon in Aktion, Windows 98 ist drauf. Wir werden hier gleich noch eine kleine Besonderheit machen mit dem hier. Und zwar, es stammt ja aus demselben Jahr wie das IBM 390 Laptop, was ich hier rumparken habe. Aber dieses Laptop, das IBM, was ich schon mal vorgestellt habe, womit ich die Commodore Disketten transferiere, hat ein kleines Problem. Und zwar jeder, der diesen Laptop-Typ kennt, weiß, also ich wusste, ich habe es dann schmerzlich erfahren, dass er die Probleme hat. Und zwar mit verharzten Scharnieren, aber da kommen wir dann gleich später zu treffen, wenn wir das Ganze sehen. Den gucken, ich habe den über Nacht mal aufladen lassen, wir den Akku. So. Gucken, dass ich im richtigen Moment auch F8 erwische. Nicht um ins BIOS zu kommen, da muss ich F10 drücken. Kündigt sich auch an, wenn da oben dann der Cursor blinkt. So.
Nur Eingabeforderung. Verbaut ist eine 4 GB IDE-Platte von IBM. Ironischerweise genau dieselbe Platte, die ursprünglich mal in dem anderen IBM eingebaut worden ist, den wir gleich sehen werden im nächsten Video. So. Das war's. Ausmachen geht hier nicht. Da muss man jetzt hier drücken. Zack, eben warten, bis die Platte aus ist. Und wichtiger Hinweis für den sicheren und angenehmen Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie bitte das Handbuch für sichere und angenehmes Arbeiten durch. Was haben wir noch im Angebot? Was kann man hier noch sehen? Wir haben ein paar Knüppels, die hier mit 1 bis 4 beschrieben sind. Da habe ich jetzt keinen Plan. Ich denke mal, die sind vordefiniert. Da ist auch Compaq Software noch drauf auf dem Rechner. Hier einmal ein Ausschalter, hier auch einmal ein Ausschalter. Da muss ich nochmal gucken, in welcher Reihenfolge man den betätigen muss. Wie ihr gehört habt, wenn man hier ausmachen will, geht da nicht, dann piepst da. Muss man hier ausschalten. Ich denke mal, der ist dafür da, wahrscheinlich um den Kleinen hier in den Sleep-Modus zu setzen oder so. Oder Hibernation-Mode. Tastatur, man sieht hier keinen 10er-Block abgesetzt, aber es gibt auch noch keine Windows-Tasten hier. Sonst ist die Anordnung so nachempfunden, wie sie auf einer normalen Tastatur ist. Also hier oben ist der Block hier mit einfügen. Bild hoch, Bild runter und hast du nicht gesehen. Ja, und was hier auch ist, hier ist dann noch der 10er-Block nachgebildet. Den musste man dann aktivieren, indem man dann auf Fn und dann zum Beispiel Num drückte hier. Die Fn-Taste, die grüne hier drücken und dann konnte man die Tasten hier aktivieren, die hier auch grün sind. Hier oben zum Beispiel. Jo, das war die kleine. Was ich eigentlich vorhabe mit dem hier, ist gucken, ob wir damit Disketten transferieren können. Das ist hier die Oceanic 118, wie ich sie auch schon öfters mal vorgestellt habe. Ein 1541 Klon für den C64. Ich muss sagen, ich habe mal gelesen, dieses Laufwerk wäre minderwertig von der Verarbeitung, aber ich muss sagen, ich habe damals, wann war es, 2004, 2005, habe ich ungefähr 5 oder 6 Diskettenboxen mit der Floppy übertragen ins digitale Archiv bei mir. Und sie läuft und läuft und läuft immer noch. Keine Probleme gehabt mit der. So, gucken wir mal. Das ist die. Und dann das Übertragungskabel. Hier seriell auf Parallel-LPT-Port. Muss ich gleich mal gucken, dass ich mir noch eine Star-Commander-Diskette suche oder die zurechtbastle. Und dann testen wir mal, ob ich auf Disketten zugreifen kann. Ich habe mir zwar mal auch noch ein Gerät besorgt, womit man diese Floppy an einen modernen PC anschließen kann über USB, aber ich muss gestehen, ich habe es bisher noch nicht versucht. Das macht man auch nachher noch im Zuge des Jahres C64. Jo, ich würde sagen, ich schließe das Ganze eben mal an. Ich suche eben mal eben die Star Commander Diskette und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder zurück mit einer Transferdiskette. Und ja, das war wieder ein Abenteuer, die Diskette zu bekommen. Wie schon jemand sagte, wer mit alter Hardware arbeitet, kämpft gegen viele Windmühlen gleichzeitig oder gegen viele Baustellen. Ja, erstmals, ich habe meine Star-Commander-Diskette gesucht, habe sie nicht gefunden. Was habe ich gesehen? Die war defekt und die habe ich natürlich in dieser Bastelaktion, als ich hier aus den Disketten diese Ordnungssysteme gebaut habe,
habe ich natürlich damit verarbeitet. Da habe ich dran erkannt, weil das Etikett drauf stand, da kommt man nach Transferdiskette. Andere Geschichte ist dann, da ich ja dann die Sicherheitskopie von der Diskette auf dem Rechner Bastelkiste hatte, wollte ich ihn einschalten, die Daten runterkopieren. Der Rechner geht nicht an. Jetzt muss ich gucken, ob da der Schalter defekt ist oder jetzt auch das Netzteil oder was anderes. Also ihr seht schon, dieses Jahr wird sehr interessant werden. Dann sollen wir mal eben die Diskette reinhauen. Und dann habe ich zum Glück, habe ich hier einen Multimedia-Rechner, der hier drunter steht, mich doch durchgerungen, vor ein paar Jahren da ein Diskettenlaufwerk einzubauen. Weil als ich den Rechner 2008 gekauft habe, habe ich mich entschlossen, das wird der erste Rechner ohne Diskettenlaufwerk werden. Aber da ich dann gesehen habe, Moment mal, da ist doch ein Diskettenlaufwerkscontroller drin. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, da ein Diskettenlaufwerk einzubauen. Und das war gut gewesen. Das habe ich jetzt gebraucht. So, jetzt gucken wir mal eben. Gucken, was ihr gleich sehen könnt oder sehen werdet. Wichtig ist, dass wir auf die Diskette zugreifen können. Ich weiß nicht, was drauf ist. Na, ich hätte das Ganze noch auf Festplatte kopieren sollen, weil Star Commander Main ist 500 Kilobyte groß und das dauert gerade ein bisschen. Ich habe die Diskette gerade mal formatiert. Na, da ist er her. So, jetzt bin ich mal gespannt. Alt+F1. Zumindest Zugriff auf die Floppy macht er. Zwar ist sie angelaufen, als er gerade in Star Commander reingegangen ist, aber das war auch schon. Das Time in the Beta ist expired. Ja, ist in Ordnung. Versuchen wir es nochmal. Mit Laufwerk 8. Also reagieren tut sie schon mal. Komm, jetzt sag was. Ah, gucke mal. Christmas Music, Rainbow Title, Danger Freak. So, wir warten mal gewesen. Warte mal, F2 Menüformat. Test. Weed Error. Okay. Soll es ja formatieren. Ne, wie gesagt, die Diskette war ja Schrott gewesen. Deswegen, das ist eine Diskette, die ich als Dings benutze ich als Transportsicherung. File Wide Open. Deswegen muss mal gucken, dass ich eben die Diskette finde. Sache, ich bin jetzt gerade unvorbereitet an die Sache rangegangen. Okay, das sieht schon mal besser aus. Also auf die Diskette kann er zugreifen. Eben mal kurz Mastercopy rüber kopieren. Okay, läuft. Gut, damit kann ich den Rechner als Transferrechner gebrauchen.
Hier die Version, die ich von Star Command jetzt hier genommen habe, war einfach eine, die ich rumfliegen hatte. Deswegen, die ist nicht optimal eingestellt. Deswegen gibt es gerade ein paar, kopiert er nicht so schnell die Sache mit dem alten Rechner. Da sind die Blocks nur so rüber geflogen. Okay, das funktioniert. Kann auch sein, ich weiß es gar nicht. Doch, Standard LPT-Mode. Wie war die Nummer? Muss ich mal gleich mal gucken, wie Nummer waren die Modis. Gut, das war's. Also der Rechner ist jetzt der neue Transferrechner erstmal. C, Compaq, Amara 1500C, C wie Commodore. Ja, gut, okay, der Akku läuft auch noch. Der Rechner läuft die ganze Zeit im Akku. So, ich habe noch was rausgefunden. Hier die Taste, hiermit schaltet man ihn ein. Und mit dem anderen Knöpfchen hier macht man ihn aus. Und so, hier geht er an. Genau, und hiermit schaltet man ihn in den Standby-Mode. Sieht man dann daran, weil die Lampe dann hier am Blinken ist. Und ihr seht schon, er macht genau da weiter, wo er aufgehört hatte. So. Das war's. Wieder mal ein bisschen 8-Bit-Power hier. Wie gesagt, wir bewegen uns ja auf den Schwung hier zu. Das war jetzt der vorletzte Laptop. Jetzt kommt der letzte und ja, der IBM-Laptop. Gucken wir uns den mal an. Das war die Oceanic 118. Das war der Compaq Armada 500. Der wird jetzt neuer Transferrechner werden für den guten alten Commodore. Was ich jetzt machen muss, hier einbauen. Ich habe eine WLAN-Karte und noch eine LAN-Karte. Die habe ich aber gerade nicht verfügbar. Die schwirrt in der anderen Ecke rum. Die wird dann hier eingebaut. Gucken, wie die mit dem funktionieren. Sollte eigentlich, da die beiden Gerätschaften mit dem IBM-Rechner funktioniert haben und er aus derselben Zeitepoche ist, beziehungsweise glaube ich aus demselben Jahr sogar wie er hier. Und da gucken wir mal. So, gute alte Disketten-Power. Und ihr seht schon, bei mir werden sowohl die Disketten noch verwendet, 300 Zoll technisch, als auch noch die alten, guten alten 5 1/4 Zoll. Gut, das war's. Die andere Geschichte mit der Bastelkiste. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Warum sie nicht geht. Das wird auch der Gegenstand eines anderen Videos werden. Also, lasst euch überraschen. Und wir sehen uns dann später wieder. Ciao! We'll be right back.